Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension. Da ich auf eine 100% Rohkosternährung umgestiegen bin, dachte ich mir, ich muss mir eigentlich auch mal entsprechende Fachliteratur besorgen und bin dann bei dem Kosmos Verlag fündig geworden. Go Raw Be Alive von Boris Lauser. Eines der Bücher, die mir selber schon von drei unabhängig voneinander lebenden Personen explizit empfohlen wurde und daher Grund genug für mich, das Buch unter die Lupe zu nehmen. Als erstes fällt sofort der absolut billige Preis von 20 Euro für ein Hardcover-Buch mit 160 Seiten und einer Seitengröße von 24 x 27 cm ins Auge. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass da die Gewinnspanne absolut klein ist und dass auch aufgrund der vielen Bilder rein vom Materialaufwand ein absolut unglaubliches gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hier vorliegt. Aber wenn da nur Müll drin steht, dann hilft uns das natürlich auch nicht weiter. Also dann nur mal von vorne weg. Das Buch ist kein reines Rezeptebuch, auch wenn das zweifellos den größten Teil des Buches ausmacht. Aber auf den ersten 50 Seiten, also guten Drittel, werden grundsätzliche Dinge zur Rohkost gesagt. Das heißt, warum Rohkost und wie Rohkost sich auch in den Alltag integrieren lässt. Und auch in den persönlichen Alltag von Boris. So hat man von Anfang an das Gefühl, dass man sanft in die Thematik an die Thematik herangeführt wird. Auch wird hier nicht mit einer nur 100% Rohkost ist gut argumentiert, sondern der Autor selber, ein bekennender Rohköstler und anerkannter Rohköstler, sagt offen und ehrlich, dass er selber auch nicht 100% Rohkost zu sich nimmt, sondern irgendwo bei 75% liegt. Ja, was auch von anderen bekannten Rohköstlern so als die Grenze gilt, wo man von einem rohköstlichen Lebensstil sprechen kann. Also völlig undogmatisch und wirklich entspannt und sympathisch, dieser Boris. Ja, die folgenden Rezepte, die dann kommen, sind in Frühstücke, Suppen, Salate, Brote, Wraps, Dips, Hauptgerichte und Desserts eingeteilt. Die Zutaten sind allesamt in jedem gut sortierten Bioladen zu finden, zur Not auch bei Amazon zu bestellen. Eine Sache ist mir allerdings wieder aufgefallen, dass einmal mehr Rohkost nicht zwangsläufig vegan bedeutet. Boris argumentiert, dass man Honig ja, nicht ersetzen kann oder nicht ersetzen will. Aber so kann man mit jedem beliebigen Lebensmittel argumentieren, was man total mag, weil ja, egal ob das jetzt Fleisch, Käse oder Fisch ist, jedes hat natürlich seine eigenen Spezifika. Und entsprechend nur der Hinweis für Veganer, dass einige Rezepte Honig als Zutat enthalten und man sich daran stören könnte. Allerdings kann man dies natürlich auch rohköstlich ersetzen. Aber das nur als Information. Für mich persönlich war Honig, genau wie Milch, schon immer so das Ekligste, was es gibt und von daher wäre es so oder so rausgeflogen. Aber als Information für diejenigen, die es interessiert. Zu jedem Gericht gibt es dann exklusiv für das Buch ein angefertigtes Foto. Man muss das wirklich heutzutage echt herausstellen. Der Fotograf Raphael Pranschke hat alle Gerichte des Buches nachgekocht und diese dann abfotografiert. Hier erkennt man auch die Liebe, die in diesem Buch dann darin steckt. Auch die persönlichen Anekdoten des Autors und die vielfältigen Hinweise bei der Zubereitung und der Abwandlung der Gerichte, das lässt ein Gefühl aufkommen, als ob da so der Boris neben einem steht und freundschaftlich, ja, dir erklärt, was jetzt zu tun ist. Ein wunderbares Lesegefühl. Weiterhin, wenn man heutzutage Rezeptbücher kauft im Bereich gesunde Ernährung, dann kann man an einer Sache immer sehr, sehr gut erkennen, ob das Buch mit Liebe oder nur versucht wird, das Buch irgendwie zu füllen. Und zwar an der Anzahl der Seiten, die für die Rezepte von grünen Smoothies verbraucht wird. Ich könnte aus dem Stegreif einfach mal 100 Smoothie-Rezepte hinrotzen und die würden alle gut schmecken. Weil Smoothies oder Green Smoothies eigentlich immer gut schmecken, wenn man sich an gewisse Grundrichtlinien hält. Smoothie-Rezepte braucht kein Mensch und die sind einfach nur das billigste Füllmaterial. Und als ich gesehen habe, dass der Boris die Smoothies in zwei Seiten abhandelt, war ich endgültig davon überzeugt, dass hier ein Buch auf meiner Wellenlänge vorliegt. Echt wirklich großes Kompliment. Wo er auch besonders meinen Geschmack trifft und was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, dass er die Bedeutung der Kohlenhydrate und dem aktuellen wissenschaftlichen Konsens, dass eine gesunde Ernährung von Kohlenhydraten dominiert werden sollte und Fette eben nur sehr dosiert einzusetzen sind, in den meisten Rezepten bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, aber es ist in den meisten Rezepten ja wiederzufinden, diese Grundlagen. Gerade bei der Rohkost, die häufig von
fettreichen Speisen dominiert ist, muss man das auch wirklich mal positiv anmerken. Hier geht es darum, Rohkost als gesunde Nahrung zu begreifen und nicht eine Gourmet-Rohkost zu kreieren, die man nicht tagtäglich zu sich nehmen sollte, meiner Meinung nach. Die Rezepte sind auch ja, querbeet von ultra einfach mit zwei Zutaten bis sehr sehr anspruchsvoll und für jeden eigentlich was dabei. Insbesondere bei der Zubereitung der Rezepte bekommt man Stück für Stück die Basics, also die Grundlagen der Rohkost ja, eher so spielend beigebracht und kann die Rezepte als Ausgangspunkt für seine eigene Reise durch die Rohkost einsetzen. Und das sollte man auch vorhaben, denn wenn man nicht Feuer und Flamme für die Rohkost ist, dann kann ich das Buch nicht empfehlen. Zum einen braucht man zwingend einen Mixer und ein Dörrgerät, um den Großteil der Rezepte zu machen. Und sehr viele Rezepte benötigen auch lange Vorbereitungsphasen, die von ein paar Stunden, wie zum Beispiel das Einweichen von Nüssen, bis über mehrere Tage wie bei der Herstellung von Sprossen gehen. Aber als Rohköstler hast du das halt irgendwann im Gefühl. Aber du musst es wollen. Wer ja einfach ein paar schnelle, roh vegane Rezepte möchte, der ist hier glaube ich nicht mehr an der falschen Adresse. Das Buch ist ganz klar für diejenigen konzipiert, die sich ernsthaft mit der Ernährungsform, die durch die direkte Verarbeitung unbeschädigter Nahrung potenziell am gesündesten ist, auseinandersetzen wollen. Für diejenigen ist es ja, das beste Rohkostbuch, was ich bisher gelesen habe. Und ja, gerade auch, weil die Rezepte so einen schönen Querschnitt über die Vielfalt der Rohkost geben und nicht nur Abwandlungen voneinander sind. Wie ja, auch schon mal bei den Smoothie-Rezepten jetzt angemerkt. Aber auch bei vielen anderen Rezeptbüchern ja, gibt es dann 100 Variationen von demselben Rezept und da sind wieder 10 Seiten weg. Alles in allem gebe ich hier 5 Sterne, weil das Buch in sich stimmig ist und für einen unfassbar günstigen Preis angeboten wird. Meine absolute Kaufempfehlung für diejenigen, die sich wirklich ernsthaft mit allen Konsequenzen der Rohkost widmen wollen. Also wie der Autor quasi mindestens über 75% des Tages sich wirklich rohköstlich ernähren wollen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Ich hoffe die Rezension hilft euch bei eurer Kaufentscheidung. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.